Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Disney Dreamlight Valley. Wir pflanzen mal kurz 90 Zwiebeln an. Und ich sehe schon, wir brauchen für den coolen Dingern da von Stitch 15 Hartholz. Das heißt, ich freue mich schon richtig. Die sammeln wir dann auf jeden Fall gleich mal ein. Aber jetzt machen wir es erstmal schön Anpflanz-Action. Dann schauen wir weiter. Und Vajana braucht Stufe 10. Das heißt, die nehmen wir auch dann demnächst mal mit. Eigentlich könnten wir sie dann gleich mitnehmen, weil Stitch nächste Aufgabe ist dann auch Stufe 4 und dann muss ich ihn nicht nochmal mitnehmen. Und ich weiß eh noch nicht, ob wir das dann schon machen können. Oder ob wir da die Lichtung des Vertrauens brauchen oder so. Wie glücklich hier da steht. Ja, noch ein, noch ein, noch ein. So. Wie viel Grad habe ich jetzt gerade hier? 28. Wie schön. Ich habe echt angefangen bei 26,7 oder so. Jetzt bin ich bei 28 Grad. Das ist so angenehm. Oh, ich freue mich. Also ganz ehrlich, ich finde Winter nicht cool. Ich finde es cool, dass es warm ist. Aber andauernd hier irgendwie in der Wohnung 28 Grad zu haben, ist nicht so cool. Also so 2, 3 Grad weniger wäre schon nice. Aber mal schauen, wie es jetzt dann ist, weil ich räume jetzt an meinem PC mal rüber, dass ich nicht mehr hier rumhocke. Machst du noch einen Aufguss in deine Sauna? Ja, wäre schon schön, gell? Wahrscheinlich, wenn ich hier so einen Eiswürfel hinlege, innerhalb von 5 Minuten ist sie geschmolzen. So, ich hoffe, die reichen für das restliche Feld. Das ist unsere Energie. So. Einmal schön gießen. Ich glaube, ich muss jetzt dann den Knoblauch essen. Erstmal den Knoblauch, weil dann muss ich nichts anderes suchen. Oh, der hat sich's wirklich gebracht. Da hinten sind leider die Blaubeeren noch nicht reif, die ich normalerweise mir jetzt snacken würde. Ah, oh, Stitch ist hochgestiegen. Cool, Stufe 5. Glückwunsch. Ja, dann nehmen wir da jetzt mal Vajana mit. Die sollte segeln, reden wir mal ein bisschen mit ihr. Das bringt auch schon Freundschaft und dann nehmen wir es jetzt halt mit. Lass uns abhängen. Okay, ich brauche irgendwas zum Essen schnell. Blaubeeren gibt's nicht. Ich gehe mal kurz nach da unten, weil da gibt es immer Himbeeren. Dann haben wir nochmal Points. Wir haben 14.000 Punkte. Also ich weiß, Elsa und Anna werden jetzt ein paar brauchen, aber ich glaube, unsere Punkte sind trotzdem recht gut aufgestellt, würde ich einfach mal so behaupten. Okay, ich grab das jetzt mal nicht aus. Ich sehe nur irgendeinen Schwachsinn dran. Also ich glaube nicht, dass es uns an Dreamlight-Punkten demnächst mangeln wird. So. Dann sammeln wir mal kurz Holz ein, ob hier noch was rumliegt. Dann einmal rüber. Und dann können wir es nämlich dann gleich heimporten, kurz nach drin gehen und unsere Energie aufladen. So.
Also ich weiß, wir kriegen jetzt dann eh so viel Hartholz, wenn wir Elsa und Anna haben, weil dann können wir diese Baumstümpfe da wegmachen. Dann ist eigentlich dieses Problem einfach alle mal gelöst. Aber wir haben Elsa und Anna halt noch nicht. Gehen wir mal nach drüben. Dann holen wir mal die Schilder. Okay, das tun wir da mal raus. Das tun wir mal weg und das tun wir auch mal weg. Dass wir das dann gleich haben. Okay. Könnten wir uns irgendwas zum Essen machen, was uns mal wieder auf Gold befördert? Finde ich, glaube ich, recht gut. Haben wir irgendwas 4 Sterne, mäßig 5 Sterne hätten wir hier. Ah, da brauche ich halt einen Käse. Das Nudeln mit Gemüse hört sich doch verlockend an. Essen wir die mal. Ich habe ein bisschen was, bringen die schon. Minimal bringen die was. What? Was kann ich, habe ich für ein Essen, wo ich mir denke, dass es das richtig viel reinhaut? Haben da irgendwelche Gerichte? Cracker machen 80, 83. Okay, die würden was bringen, da brauche ich halt Eier. Das kostet halt, obwohl das ist ja eigentlich auch egal, wenn das ein bisschen was kostet. Weil wir haben ja eigentlich das Geld jetzt. Ich muss mich auch einfach mal mich so ein bisschen ausprobieren in Kochen und dann können wir immer so die übrigen Gerichte essen und so. Ich habe eine App da, wo ich alle Sachen sehe, so alle Gerichte, und dann könnten wir echt das mal nacheinander so eine Reihe machen und dann immer so 3 Gerichte machen und dann ja die immer so mitnehmen und dann, wenn ich halt das brauche, also wenn ich dann halt was zu essen brauche, dann immer das essen. Könnten wir echt mal machen. So, dann sammeln wir mal kurz die Schilder an. Nachtscherben brauchen wir auch immer. Okay, Donald ist hingefallen. Will er Stitch dafür die Schuld geben? Irgendwo sollte hier, glaube ich, noch ein Schild stehen. Na, hier. Jetzt brauche ich nur noch 7 Hartholz, aber jetzt ernten wir mal kurz die Früchte. Ja, sind die, nicht Früchte. Ich jetzt blöd. Die Tomaten. Ich nehme mal den Lachs mit. Wir können auch mal was mit Fisch kochen. So, dann ernten wir mal. So, ich glaube nicht, dass Vajana hochsteigt. Also es wäre natürlich zu begrüßen, weil dann hätten wir sie voll, aber ich glaube es nicht. Ah ja, ich sehe, dass wir jetzt schon öfter mal 4 kriegen. Das finde ich gut. Dann lohnen sich die Helfer noch mehr. Irgendwann kriegen wir dann nur noch plus 4 und gar nicht mehr plus 1, aber das dauert ein bisschen. Dann renne ich wegen sowas hier bestimmt nicht mehr hinterher. So, das sind noch ein paar Tomatoes. So, ja, immer schön verdoppeln. Ah, Gold. Ich wollte gerade aufs Thermometer schauen. Ich darf das nicht machen, wenn ich gerade ernte. Ich kann das machen, wenn ich hier anpflanze, weil da ist nichts Spannendes. Da kann mir höchstens die Energie ausgehen. Nochmal plus 4 bekommen. Nochmal plus 4. Okay. Mein Plan ist übrigens, wenn wir jetzt fertig sind dann mit Zelda, also wir haben ja noch 2 Tempel bei Zelda. Und das ist jetzt nicht so viel, würde ich einfach mal behaupten.
Danach mal wieder ein schönes Farming-Spiel. Dann später ist natürlich dann Disney Dreamlight Valley und Palworld recht gut spielen, aber dann tatsächlich als Ersatzprojekt für Zelda ein Farming-Spiel. Also entweder Story of Season oder irgendwas Cooles machen wir dann. Das ist so mein Plan. Und alles mit der Hand am Ende, ja. Nicht zu Klar, spät. gibt hier nichts anderes. Ja, auf jeden Fall ist mein Plan dann so ein bisschen mal ein Farming-Spiel wieder zu spielen, weil wir eigentlich gerade kein Farming-Spiel so wirklich haben. Also das kann man so noch so ein bisschen als Farming-Spiel sehen, aber halt nicht als völliges. Und so ein reines Farming-Spiel ist dann so mein Plan mal. Muss ich mal machen. Mach mal dann eine schöne Abstimmung. Vielleicht Rune Factory. Ich hätte echt Bock auf Rune Factory 4. Und Rune Factory 3 hätte ich auch eben hier. Müssen wir mal schauen. So. Ja. Einfach schön anpflanzen. Ja, also wie gesagt, ich hätte, also ich werde dann wahrscheinlich eine Abstimmung machen mit 4 Spielen. Sieht immer so motivierend aus, ja, das Anpflanzen. Also, ich habe so. Meine Auswahl wird wahrscheinlich sein unter Spielen, weil ich halt da gerade Bock drauf habe. Rune Factory 4, Story Season A Wonderful Life, Harvestella und dann müssen wir noch eins mit reinnehmen, das 4 sind, Sun Heaven. Das werden so die 4 Spiele sein, wo man dann auswählen kann. Und das, was halt dann rauskommt, das spielen wir und das suchten wir halt dann durch. Aber ich möchte fast da schon fast mit Dreamlight Valley und Palworld richtig weit durch sein, dass wir uns wirklich auf ein Spiel mal konzentrieren. Weil ich wechsle jetzt halt immer zwischen 3 Spielen durch. Das heißt, ich habe praktisch 3 Spielstände gerade gleichzeitig im Kopf und das ist ein bisschen anstrengend. Das heißt, da denkt man mal drüber nach, wie wir das dann am besten machen. Vielleicht machen wir dann echt Dreamlight Valley. Also Dreamlight Valley geht, wenn man es nebenbei hat, weil dann muss man sich nicht so viel merken. Ich glaube, das gelingt. Aber ich hätte dann halt Palworld, weil ich denke, dass wir irgendwann alle Pals haben werden. Also ich hätte Zelda durch und dann hätte ich halt Palworld so ziemlich bald zum Abschluss gebracht, weil irgendwann werden wir alle Pals haben. Ich glaube, jetzt fehlen nicht mehr allzu viele. Vielleicht fehlen uns noch 50 Stück oder so. Und halt noch ein bisschen erkunden, ein bisschen aufleveln und so. Aber ich glaube, wir sind da echt gut dabei. Und ja, Dreamlight Valley, das ist halt so ein ewig langes Projekt. Da können wir noch ein paar Streaming-Nächte mit füllen. Deswegen, das wird ein bisschen länger dauern noch. Das werde ich nicht hinkriegen, dass wir das sofort haben. Gut. Das ist Stitch. Dann schauen wir mal nach da oben, ob wir da irgendwas erben können. Ach, da muss ich hinlaufen. Aber wie gesagt, Zelda, das sind jetzt noch 2 Tempel. Also einmal dieser Schattentempel. Ich glaube, der wird richtig scheiße irgendwie. Ich habe da irgendwie so ein ganz schlechtes Gefühl. Ich habe überlegt, ob wir den heute machen. Dachte ich mir, Schattentempel und ich spiele das am Tag. Da sehe ich nichts. Und dann habe ich das sein gelassen und dachte mir, dann spielen wir Palworld. Und dann wurde ja mein PC so heiß. Und dachte ich mir so, okay, dann spielen wir Disney Dreamlight Valley. Aber wie gesagt, das ist mein Plan, ist auf jeden Fall Zelda eigentlich nächste Woche durchzubringen. Und dann ist ein bisschen Fokus auf Palworld. Und wenn wir mit Palworld fertig sind, dann fangen wir halt an mit unserem neuen Projekt an. Dass wir halt dann nur 2 Projekte gleichzeitig haben, das ist nämlich in Ordnung. 3 ist ein bisschen too much, 2 geht schon. Weil wenn eins davon halt Dreamlight Valley ist, weil das Spiel ist halt, das kannst du halt durchziehen. Und Dreamlight Valley vor allem, da gibt es ja eh andauernd Updates und so. Und das wird kein Problem sein. Dann machen wir jetzt ein bisschen Palworld. Und ja.
Wie ist eigentlich das Ergebnis deiner Follower-Abstimmung? Wir spielen Horrorspiel. Das müssen wir auch noch machen demnächst. Aber das muss ich machen, wenn es logischerweise dunkel ist. Und dann möchte ich auch Zelda erstmal durchhaben und dann können wir ein Horrorspiel machen und dann machen wir weiter mit irgendwas. Also, wir werden halt das Horrorspiel auch nicht komplett durchspielen. Ich muss erstmal schauen, was wir spielen. Ah ja. Ein 12-Stunden-Stream hätte ich angenehmer gefunden. Das hätte ich nämlich heute gemacht. Hätte ich, weil ich habe heute so ein bisschen Nachmittag geschlafen, das hätte ich sein gelassen, dann hätte ich einfach heute den ganzen Tag gestreamt. Aber heute ist ja Samstag, das hat auch noch voll gut gepasst. Und ja. Oh, Bayano steigt bald hoch. Aber so machen wir jetzt halt dann mal Horrorspiel, aber erst Zelda durch, dann Horrorspiel. Weil ich wollte schauen, dass ich Until Dawn herkriege, aber keine Chance. Gut, da ist absolut nichts. Dann gehen wir mal wieder nach Hause, tragen die Sachen nach Hause. Und dann schauen wir, dass wir noch irgendwie 5 Hartholz auftreiben. Kann ich noch was eigentlich im Postkasten? Muss jetzt leider auch zum Zug vielleicht und hoffentlich schaffe ich es noch zwischendurch. Viel Spaß und wünsche dir noch danke, dir auch ganz viel Spaß. Ich hoffe, du schaffst deinen Zug. Und wir schreiben hier eh. So. Wir brauchen 5 Hartholzer. Haben wir ja immer Verspätung? Ja, grundsätzlich. Das ist halt die Deutsche Bahn. Okay, dann machen wir an der Stelle mal einen kurzen Cut und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht bei Disney Dreamland Valley. Bis dann. Bye.